Frieden! Hoch Freiheit! Wir sind noch nicht so weit! Bei uns waren schon 2000 Leute dabei jetzt gerade. Hier in Essen. Aber es wurde dermaßen unterschätzt, dass so viel kommt, wenn der Bestimmung schon mehr sind. Kommt ein bisschen näher, kuschelt ein bisschen, weil hier ist noch echt ein bisschen Bedarf an Platz. Da kommen noch eine Menge Leute. Geil. Anti-Kapitalista! Komm, bis Photon da ist, lese ich euch was vor. Und zwar Ken Jebsen, Photon, Rüdiger Lenz, Benzavi, Benza Marcilli, Lea, Prinz Chaos, Evelyn Hecht-Galinski, Bianca Voss, Rico Albrecht, Kenneth Moore, Luke von We Are Change More Gain, Ken, Pedram, die Bandbreite, Harvey Friedmann, Ganjamin hat abgesagt gestern, das tut mir leid, Heiko Schrang, Anne Kirchner, Breath of Rap, Ralf Christian, Lars und Eva, Cerebellum, das ist eine ganze Menge hier am Start für euch. Jetzt ist er auch schon hier und eröffnet, wie immer, Photon. Hallo Berlin, es freut mich wirklich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und dann werde ich jetzt die Hymne zum Besten geben. Auf dem Tisch, es wurde höchste Zeit, dass Inforap die Nebelkerzen löscht. Es geht um ein Ereignis, das geschichtsträchtig ist, jeden Einzelnen betrifft und langsam tötet wie ein Gift. November 1910, Jekyll Island, USA. Ein Senator, ein Minister, viele Banker waren da. Ein geheimes Treffen, kein Bürger ahnte die Gefahr. Sie erschufen ein System, skrupellos und unberechenbar. Mächtigste Zentralbank in Amerika hält die Welt im Bürgergriff bereits seit mehr als 100 Jahren. Warum das keiner sah, ja, das ist doch sonnenklar. Die Fed lenkt Politik und Presse wie ein Avatar. Wen wollt ihr denn noch lenken, wenn die Menschen sich vereinen? Die Propaganda boykottieren und die Politik verneinen. Neuer Karten auf mit Bein, jeden Menschen, der erwacht. Das System wird reformiert von dem, der es getragen hat. Wir erheben uns für Friede, Freiheit und Information. Denn was fehlt, ist Liebe, Gleichheit in allen Nationen. Und so stehen wir Hand in Hand. Weil eure Noten für uns einfach keine Werte ausdrücken. Und unser Leben lang gefangen. Doch gemeinsam können wir es schaffen, aus dem Kerker zu flüchten. 1913 Wilson, Präsident der USA, unterzeichnet ein Gesetz, bringt unsere Zukunft in Gefahr. Der Fed Act hetzt jetzt weltweit gegen Menschen. Und die Banker, die ihn schufen, sind unsere mächtigen Regenten. Stehen über der Regierung, wer das Geld und lenkt die Welt. Monopolisierung, bis der letzte Groschen fällt. Über 16.000 Banken hat die Fed sich einverleiht. Einflussreich der Motor, der Maschinerien betreibt. Kräfte, Medien, Politik, Wirtschaft, Militär. Die Machteliten machen uns das Leben hier auf der Erde schwer. 1933 wird der Goldstandard abgeschafft. Bürger treten an, die Fed ihre letzten Waren wert ab. Nur zu John F. Kennedy, dem einzig wahren Präsident. Und gab uns 63 ein sehr mächtiges Geschenk. Die Executive Order gibt den Menschen ihre Macht zurück, bevor es dazu kam. Abzug durchgeführt. Wir geben uns für Friede, Freiheit und Information. Denn was fehlt, ist Liebe, Gleichheit in allen Nationen. Und so stehen wir Hand in Hand. Weil eure Noten für uns einfach keine Werte ausdrücken. Und unser Leben lang gefangen. Doch gemeinsam können wir es schaffen, aus dem Kerker zu flüchten. Fiat Money, ich hoffe, das ist euch allen ein Begriff. Das bedeutet, Banken schöpfen unser Geld einfach aus dem Nichts. Verschuldung durch den Klick, Fettinflationsfabrik. Sie kassieren kräftig Zinsen, unsere Schulden, ihr Profit. Ihr steht hier in der Kritik, ihr bringt uns sicher nicht auf Kurs. Moody's, Fitch, Standard & Poor's geben Ratings auf ein Land und das noch aus privater Hand. Welche öffentliche Wahl hat euch zum Henker der Nation ernannt? Sitzt in mein Verstand, zählt einfach eins und eins zusammen. Wir stehen alle hier gemeinsam, um zu zeigen, wir haben keine Angst. Habt ihr seit Jahren in euren Glasfirmen verschanzt? Wenn wir friedlich demonstrieren, haben die Eliten keine Chance. Wir fordern, dass die Federal Reserve kein Geld mehr drucken lässt. Hartex überprüfen wir den Federal Reserve weg. Banker dieser Welt haben unseren Einfluss unterschätzt. Sie konnten viele Menschen blenden, die Masse schaut nicht länger weg. Wir geben uns für Friede, Freiheit und Information. Denn was fehlt, ist Liebe, Gleichheit in allen Nationen.
stehen wir Hand in Hand. Weil eure Noten für uns einfach keine Werte aufdrücken. Unser Leben lang gefangen. Doch gemeinsam können wir schaffen, aus dem Kerker zu flüchten. All free men, wherever they may live, citizens of Berlin, I take pride in the word, ich bin ein Berliner. Danke JFK, danke Malcolm, danke Gandhi, Mr. Kim, John Lennon, Rio, Reiser, Tupac, Bruce Lee, Geschwister Scholl, Che Guevara und Mr. Michael Jackson, die mussten uns verlassen, weil sie für den Frieden kämpften. Dankeschön. Danke sehr. Brandenburger Tor und was sich daraus entwickelt hat, da könnt ihr stolz auf euch sein. Er hat einen offenen Nerv getroffen. Der Dank geht euch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir werden so ein bisschen durch den Abend führen, erfahre ich hier gerade auf der Bühne. Ich bin ja Gott sei Dank nicht so involviert in diesem ganzen Wahnsinn. Du machst den ganzen Tag ja nichts anderes. Ich muss zwischendurch ja noch arbeiten. Ja? Nicht, dass ich sagen möchte, dass das keine Arbeit ist. Man muss sich vorstellen, ein Mann wie Lars Mehrholz, der einfach zum Profi-Organisator einer solchen Friedensdemo wird, da reinspringt, dort reingedrückt wird und das so auf die Beine stellt und sehr viele Mitstreiter hat, die ihm da helfen. Hier fließt kein Geld, das ist Solidarität und das beweist eigentlich mir, was ich immer schon gedacht habe, was wirklich da ist, dass es einen Bedarf bei der Bevölkerung gibt, eine andere Republik, ein anderes Europa, eine andere Gesellschaft zu haben. Das kann man sehen daran. Das ist toll. Ja, und ihr seid die neue Gesellschaft. Das ist das Symbol. Ich freue mich heute natürlich ganz besonders. Ich werde auch noch mit Petram Chayar mich hier natürlich unterhalten. Wir haben uns hier kennengelernt. Ich werde auch den einen oder anderen Solo-Beitrag bringen. Aber ich freue mich ganz besonders auf einen Gast, mit dem ich schon das ein oder andere Interview gemacht habe, nämlich Evelyn Hecht-Galinski, die ein bisschen aufgeregt ist. Die kommt auch gleich dazu. Ein Riesenapplaus für die Frau, die über 20 Jahren politisch aktiv ist. Und ich habe gesagt, dass viele extra heute wegen ihr hierher gekommen sind, auch Leute aus der Schweiz, und das ist toll. Vielleicht für alle, weil man ja immer wieder etwas über diese Mahnwachen liest von Journalisten, die ja keine Journalisten mehr sind, denn seit dem 11. September ist ja der Journalismus gehijackt worden, das muss man ja klar so sagen. Ne? Es gibt ganze Gebiete, über die man nicht mehr reden darf, sonst ist man ein Verschwörungstheoretiker und ich möchte eigentlich wieder einen klassischen aufklärenden Journalismus haben. Wir machen hier diesen klassischen aufklärenden Journalismus, weil ein klassischer öffentlicher aufklärender Journalismus ist ein öffentliches Gut und dieser Journalismus ist das Immunsystem einer Demokratie und den brauchen wir. Wir brauchen diesen Journalismus. Und ich habe lange genug für Öffentlich-Rechtliche gearbeitet und mache das ja immer noch, weil ich muss ja GEZ-Gebühren bezahlen. Ihr zahlt auch alle GEZ-Gebühren, richtig? Hände hoch, wer zahlt GEZ-Gebühren? Viele von euch tun das. Ihr seid alle freie Mitarbeiter. Und die Arbeit, die Journalisten nicht tun können, weil sie sonst ihren Job verlieren, die müssen wir eben tun mit den öffentlichen sozialen Netzwerken. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für den enormen Support für KenFM, alles, was wir auf den sozialen Netzwerken treiben. Das ginge ja nicht ohne eure finanzielle Unterstützung. Wir haben die Botschaft verstanden, wir machen das weiter. Vielen Dank, das ist toll. Ohne euch ginge es nicht. Ohne euch geht gar nichts. Ohne euch ging gar nichts. Gar nichts. Keine Veränderung, keine freien Medien. Wir brauchen euch und ihr braucht euch. Jeder braucht sich hier in der Bewegung. Das ist so schön. Genau, und weil immer wieder die Frage kommt, auch an mich jetzt gestellt, ich bin kein Organisator, ich bin Teilnehmer, so wie du hier zum Beispiel mit deinen 8 Jahren bist. Auch nur ein Teilnehmer. Komm auf die Bühne. So sehen die Teilnehmer aus. Komm mal auf die Bühne. So. Ja. So. Du bist, sie ist 9, hat sie gerade gesagt. Dreh dich mal kurz um. Wie heißt du? Laura, das ist meine Schwester Laura. Du hast eine eigene Schwester, Laura. Laura, warum bist du heute hier? Wegen der Mahnwache. Wegen der Mahnwache. Deine erste oder deine wievielte politische Veranstaltung? Wow. Die zählt durch? Keine Ahnung. Fünfte oder sechste? Ja. Okay. Das, also die Laura mit ihren 9 Jahren und ihrer 5. politischen Veranstaltung, das sind die Menschen, für die ich das zum Beispiel mache. Ich glaube, diese Mahnwachen schaffen Aktivisten, ja, die dann da draußen im Land herumrennen und sagen, ich bin quasi durch politischen Induktionsstrom, bin ich damals 2014 wach gemacht worden und ich habe mich dann engagiert. Ich bin später Journalist geworden oder habe Soziologie studiert. Es geht also nicht darum, dass eine Pyramidenstruktur geschaffen wird und es gibt eine neue Art von Greenpeace oder Attac oder so, nichts dagegen, aber diese Pyramiden kann man korrumpieren. Es geht darum, dass diese gesamte Bewegung ja aus einer breiten Fläche von Normalbürgern entstanden ist. Und deswegen kann man nicht erwarten, dass sofort irgendein Hate kommt, der sagt, das und das machen wir. Das muss man den öffentlich-rechtlichen Medien, das muss man den klassischen politischen Parteien sagen. Also ich persönlich habe kein Vertrauen mehr auf die klassischen politischen Parteien. Es darf sie noch geben, aber die sind korrumpierbar. Ich glaube, dass diese Bewegung eben viel breiter anläuft, wie eine breite Welle. Und deswegen müssen wir uns eben breit entwickeln, nicht was kommt als nächstes. Das, was wir bisher haben, das kommt auf keinen Fall als nächstes. Und das Wichtigste ist, wir sind diejenigen, die für uns nichts getan haben oder uns dahin geführt haben, wo wir heute sind. Wir sind diesen Leuten überhaupt keine Rechenschaft schuldig, was als nächstes kommt. Das sind wir nicht. Und
Das sind wir nicht. Laura, vielen Dank. Und die Kinder sind unsere Zukunft, weil es geht um Bildung. Und wenn man in dem Alter schon weiß, dass man hierher gehen muss, dann wird man sich 10, 20 Jahre später nicht verarschen lassen durch die Medien. Es geht nur um Bildung. Es geht um Bildung, das sage ich ja auch immer. Bildung ist der Schlüssel. Und natürlich, das hast du ja damals auch gesagt, Petram Chayar hat mir das auch nochmal gesagt, wie du diese Mahnwache verstehst. Und da bin ich auch von dir geweckt worden quasi. Du verstehst diese Mahnwachen, es sind ja in über 100 Städten Mahnwachen, als einen Wecker. Viele, die hier auf diese Mahnwache kommen oder auf diese Mahnwachen kommen, sind zum ersten Mal politisch aktiv. Die waren früher in keiner politischen Organisation, obwohl es vielleicht nötig gewesen wäre. Es hat nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht waren sie nicht open-minded, vielleicht hat die Ansprache der politischen Parteien nicht gestimmt. Aber das spielt keine Rolle. Es geht darum, dass wenn jemand anfangen möchte, sich demokratisch zu engagieren, dass ich ihm nicht die Frage stelle, warum bist du jetzt erst da, sondern schön, dass du jetzt da bist. Darum geht es doch. Schön, dass du jetzt da bist, ja? Und das geht auch an mich, ja? Ich habe lange als klassischer Journalist gearbeitet, aber ich habe irgendwann die Frage gestellt, die Essays, alles, was ich mache, bewegt es etwas auf der Straße oder klopfen dir nur deine Journalisten auf die Schulter und sagen, tolle Formulierung, mein Freund, ja? Das bringt doch nichts. Ich wollte das immer, dass Menschen, die gesagt haben, interessiert mich alles nicht, mir interessiert nur die Fußball-WM oder was ich mein nächster Jahresurlaub, wenn die anfangen, sich für Demokratie zu interessieren, weil sie glauben, dass sie etwas verändern können, wenn sie sich selber einbringen, wenn das möglich ist, Leute auf die Straße zu bringen, dann macht mein Job Sinn. Und das ist das, was ein Lars bei mir geschafft hat. Ich habe irgendwann gesagt, mein Job hat tatsächlich Sinn, denn wenn man sich auf eine Bühne stellt, keine geschliffenen Reden schreibt, sondern einfach das sagt, was man denkt, mit den vielleicht auch dem einen oder anderen Satzbauteil, der falsch formuliert ist, dann verstehen Leute, dass da jemand auf der Bühne steht, der da wirklich eine Veränderung will. Und wir sind ja hier nur ein Symbol. Wir sind doch nur ein Symbol. Ihr alle wollt eine Veränderung. Und ich weiß, Lars, dass du Probleme hast, weil ich keine kurzen Redebeiträge bringe. Aber du hast damals angefangen, da gab es einen Konflikt, auf den wir uns fokussiert haben. Es war die Ukraine. Ich muss dir erklären, was im Moment über der Ukraine passiert ist. Es hat 300 zivile Opfer gegeben, egal wer das jetzt war. Das ist Krieg. Willkürlich werden Leute vom Himmel geschossen. Das muss man sich mal vorstellen. Überleg mal, deine Familie hätte in diesem Flieger gesessen. Das ist Krieg. Aber seit dem Ukraine-Konflikt, der ja weiterhin schwelt, haben wir die Irak-Krise, die ja von uns eingerührt wurde. Ist ja auch nicht einfach so passiert. Und wir haben nämlich den Konflikt in Gaza, zu dem gleich Herr Galinski etwas sagen wird. Das heißt, es ist bitter nötig, dass Menschen überall auf den Plätzen sagen, mit den üblichen Verdächtigen, die für Frieden sorgen sollen, klappt es offensichtlich nicht. Wir müssen uns selber um den Frieden kümmern. Jawohl. Wir müssen uns selber darum kümmern. Und wenn jemand sagt, du bist ja gar kein Profi für den Frieden, ja? Du hast doch für den Frieden bisher überhaupt nichts getan. Dann kann ich sagen, das ist vielleicht richtig. Vielleicht habe ich bisher für den Frieden nichts getan, außer dass ich friedlich geblieben bin. Vielleicht ist das schon was gewesen, aber jetzt werde ich aktiv. Ich kämpfe jetzt für den Frieden, aber mit Worten, mit Taten und niemals mit Waffen. Das wäre vielleicht eine Aktion.